Ja, zunächst mal, bevor ich auf den Gegner komme, zu unserer aktuellen personellen Situation, was den Kader betrifft, nicht dabei auf jeden Fall sein werden Errol Sabanov, klar, Timo Beermann und auch Christian Sauter. Sebastian Griesbeck ist angeschlagen, der ist momentan beim Arzt, da müssen wir mal gucken. Gestern im Training einen Schlag aufs Knie bekommen, wie schlimm das Ganze ist. Dafür wird Michael Türk heute das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren. Da müssen wir auch schauen, ob das schon fürs Wochenende reicht. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Den Kader gebe ich aber erst morgen bekannt, nach dem Abschlusstraining hier in Heidenheim, bevor wir uns auf den Weg machen nach Chemnitz. Ja, du hast es eben schon gesagt, Chemnitz, einer der Favoriten für den Aufstieg. Sie haben letztes Jahr vor allem in der Rückrunde eine starke Leistung gezeigt, auch einen sehr guten Kader zur Verfügung gehabt. Das haben wir auch selber in den zwei Spielen erleben dürfen. Unsere letzte Niederlage nach 90 Minuten im Pflichtspiel war eben das letzte Spiel in Chemnitz am 16. Februar. Sie haben sich jetzt nochmal qualitativ enorm verstärkt, Erfahrung geholt mit Hensel, mit Gaboszewski, der wieder zurückgekommen ist. Aber auch aus der dritten Liga haben sie Spieler geholt, die Leistungsträger in ihrem Verein waren. China, Innenverteidiger in Burghausen, aber auch Stefan Riederer im Tor. Dazu noch ein paar junge, hungrige Spieler. Also es ist verständlich, dass Chemnitz auch vom Aufstieg spricht oder dort mitspielen will, wenn es um die Aufstiege, um die Aufstiegsplätze geht. Was wir gesehen haben jetzt in den ersten zwei Spielen, im ersten Spiel haben sie eine bittere 0:3 Niederlage hinnehmen müssen, waren sehr offensiv ausgerichtet, haben sehr offensiv gespielt und sind dann auch immer wieder auch ausgekontert worden und haben das Spiel dann auch ja, zu Recht dann 3:0 verloren. In Haching haben sie mehr Stabilität in ihr Spiel bekommen, vielleicht auch durch die Hereinnahme von Hensel auf der defensiven Mittelfeldposition, vier Änderungen, glaube ich, insgesamt in der Anfangsformation. Und ich glaube nicht, dass sie ja nochmal im Heimspiel, im zweiten Heimspiel nochmal so offensiv letztendlich dann ausgerichtet sind und da auch nicht ins offene Messer laufen wollen. Ja, letztendlich müssen wir eine gute Leistung bringen, müssen aufpassen, dass wir die Flügel zu bekommen. Ihr Spiel ist immer wieder über die Flügel, schon aus dem Spielaufbau, schnell die Linie runter, beziehungsweise über die defensiven Mittelfeldspieler durch schnelle Spielverlagerungen auf die Außenbahnen. Wenn sie immer wieder über den Flügel kommen, da müssen wir gut verteidigen, da müssen wir unseren Job gut machen in der Defensive. Wir dürfen da nicht nachlassen, müssen anknüpfen an die letzten zwei guten Auswärtsspiele. In erster Linie auch das gute Defensivverhalten gegen 60, aber auch in Duisburg und wollen selber dann immer wieder schnell umschalten, zu unseren Torchancen kommen und müssen letztendlich dann auch effektiver vor dem gegnerischen Tor werden. Dankeschön. Das Besondere ist, immer in der Heimat zu spielen, ist klar. Ich bin da als, ich glaube, 7- bis 18-Jähriger ständig im Stadion gewesen, habe fast jedes Heimspiel mitbekommen, keins verpasst. Und haben bisher leider eine schwarze Serie davor zu weisen. Was mich persönlich natürlich zierig stört, dass wir da nie gewonnen haben, dass wir nie mal einen Punkt mitgenommen haben und was wir jetzt dringend ändern sollten. Und ich glaube, die Ausgangssituation dieses Jahr ist gut für uns, so gut ist es, glaube ich, noch nie gewesen. Wir haben in den ersten Spielen gezeigt, was wir können, sowohl offensiv als auch defensiv, und haben aber immer noch in jedem Spiel Sachen gehabt, die noch nicht hundertprozentig funktioniert haben und die wir besser machen können. Haben wir diese Woche wieder dran gearbeitet im Training. Und auch Chemnitz ist eine Mannschaft, die in der Verfassung, wie sie gerade sind, wahrscheinlich verwundbar ist. Wie der Trainer schon gesagt hat, haben wir einen besseren Kader als letztes Jahr. Haben eine stark verbesserte Mannschaft, wollen unbedingt hoch, wollen unbedingt aufsteigen und haben natürlich in der Situation jetzt auch nach einem Punkt aus zwei Spielen schon einen gewissen Druck. Und wir müssen da hinfahren. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen ein Beispiel aus Osnabrück nehmen. Haben verdammt aggressiv gespielt in dem Spiel. Haben offensiv von Chemnitz kaum was zugelassen und haben dann schnelle Konter gefahren. Und wenn wir die Ordnung, die wir in dem 60-Spiel gehabt haben, die Ordnung, die wir in dem Duisburg-Spiel gehabt haben, auf den Platz bringen, dann glaube ich, dass wir in Chemnitz gute Chancen haben werden. Wobei man sagen muss, dass wir am Dienstag ja fast komplett durchgewechselt haben. Wir haben jetzt einen Julius Reinhardt und einen Ruben Sattelmeier und Alba Bajeci, ich glaube, bloß drei Spieler aus der Stammformation vom Freitag gehabt, die da jetzt von Anfang an spielen mussten in Ravensburg und haben es, hat mehr oder weniger die zweite gerade eine Chance bekommen und er hat es sehr gut gemacht. Deswegen, ich glaube, die Woche ist jetzt nicht so anstrengend gewesen für uns, dass wir da am Samstag nicht 100% Vollgas geben können.